Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns auf dem Paver Add-on Wien 1 und fahren heute die Linie 24A. Und zwar hier vom Kakran-U-Bahnhof zur Invalidensiedlung. So, und das Ganze machen wir mit dem mitgelieferten Gräf und Stift. Und zwar ist das ein LU200 mit M11, also quasi 11 Meter Länge mit 3 Türen. So, ich muss euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar befinden wir uns aktuell im Jahre 2005 und da sind noch die Hochflucher anzutreffen gewesen. Es gibt auch noch eine Version 2006 in Wien 1. Da fahren wir dann Niederflurbus und auch ein wenig geändert die Karte. Aber wir befinden uns jetzt im Jahre 2005. Da geht's ab Kakran U los bis zur Invalidensiedlung. Ja, und geplant ist so in den nächsten Videos, dass wir jetzt einmal im 2005 die Strecke fahren und dann noch einmal in 2006, weil dann sind dann doch die ein oder andere Änderung eingeflossen. Und dann machen wir das noch einmal. Aber dann, wie gesagt, mit dem Niederflurbus. So, jetzt stehen wir aktuell noch am Pausenplatz. Bevor ich jetzt losfahre, erzähle ich euch noch was zu diesem guten Stück. Und zwar ist das was Besonderes. Dieser Motor hat, dieses Fahrzeug hat keinen Dieselmotor im Heck, sondern einen Ottomotor. Und zwar für Flüssiggas. Weil das hier in Wien so der Fall ist. Und zwar ist das ein MAN-Motor mit 200 PS und daran angeschnallt ein Automatikschaltgetriebe von Voith. Linienschilderung. Das Heck muss man über die Tasten, also die Anzeige hier hinten, muss man über F5, F6, F7 und dann mit Bild auf, Bild ab, so wie es in OMSI beschrieben ist, also einstellen. Das vordere Zielschild und das Seitenschild funktioniert über diesen Automaten hier. Auch da kann ich euch nur empfehlen, lest die Beschreibung zu Wien, die es dazu ist, dazu mit. Und dann ist auch noch zusätzlich hier vorne, das ist das Ansagengerät. Da habe ich jetzt aber, ich habe es versucht zu verstehen. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll. Nichtsdestotrotz, wir stehen jetzt aktuell auf dem Pausenplatz und müssen einmal hier ums Carré herum. Und dann dort drüben starten. Und das Ganze geht um 6.50 Uhr los. Und deswegen machen wir das jetzt mal. So, einmal das gute Stück starten. Dann machen wir hier auch noch die Pfeile an. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, einmal rings rumfahren. So, Gang einlegen, Handbremse lösen. Und dann geht es auch schon los hier. So, blinken. So, Tram ist gerade weggefahren. Das heißt, es sollte da nichts gleich wiederkommen. So, nach Busse müssen wir natürlich auch gucken und nach Straßenschildern. Ja, hier ruckelt es ein wenig, das gebe ich zu, aber ich denke, das wird dann wieder besser, soweit wir uns dann weiter stadtauswärts bewegen. So, und dann müssen wir, erstmal müssen wir geradeaus fahren. Weil wir kommen dann auf der anderen Seite wieder zurück. Ja, und ihr hört es ja selber, das gute Stück hat eine ganz schöne Grundlautstärke. So, und dann müssen wir hier mit reinfügen uns. So, und hier ist auch noch alles viel manuell zu bedienen, also nichts mit automatisch abschaltenden Blinkerhebeln etc. So, und dann müssen wir uns wieder rechts einordnen. So, wir dürfen sogar abbiegen, sehr schön.
So, das, was ich hier auch nicht eingestellt habe, sind die Spiegel. Die stehen von Anfang an wunderbar. Und da habe ich das doch glatt so gelassen. So, und jetzt haben wir es gleich geschafft. Kurz auf die Tram achten, die könnte nämlich losfahren hier. So, und jetzt müssen wir da vorn reinfahren. Und dann sind wir auch an der Stadthaltestelle. So, und der Kollege wartet noch. Wir dürfen bis davor fahren und dann geht es für uns los. Und dann hoffe ich, dass die Leute mit uns auch mitwollen. Dass ich hier alles richtig eingestellt habe. So, und dann ist das Besondere hier. Wir haben hier mehr oder weniger eine automatische Türsteuerung. Und zwar gibt es das über Freigabe und guten Morgen. Fahrkartenverkauf sollte auch nicht der Fall sein. Nun, die Leute können ja überall einsteigen. So, dann würde ich mal sagen... Ich hau noch mal die Handbremse rein, da können wir noch mal gucken, wie spät das ist. 47 ist es. So, da könnten wir auf jeden Fall noch mal uns kurz in den Bus begeben, dass ihr auch noch mal was seht hier. Also wie gesagt, wir sind hier Automatiksteuerung. Die Leute können sich von außen und von innen die Türen öffnen. Wir haben maximal Einfluss auf die erste Tür und sonst nicht. So, ansonsten Leute-Paket habe ich wieder rüber kopiert, sodass die mit können. So, dann würde ich mal sagen, ich drehe jetzt einfach mal an der Uhr, dass wir loslegen können. Okay, zack. So, und dann nehmen wir die Freigabe raus und dann mache ich auch hier vorne die Tür zu und dann klingelt's und wenn es klingelt, dürfen wir los. Ups. Manchmal muss man natürlich dann auch einen Gang einlegen, wenn man losfahren will. So, und jetzt fahren wir quasi noch einmal hier vorne raus, nur dass wir an der nächsten Kreuzung dann anders abbiegen werden. Ja, nee, war richtig. Ich bin es ja schon abgeflogen, aber okay. So, und jetzt müssen wir uns Richtung Breitenlee-Schule begeben. Wir müssen aber nicht da drauf, oder? Oh ja, doch, da ist der Bus. Also wir müssen auch immer wieder mal auch auf die Tramgleise dürfen wir fahren. Und dann müssen wir auch händisch die Ansagen durchschalten. Teschgasse, umsteigen zur Linie 94A. So, wir befinden uns also am Anfang erst einmal sehr städtig. Richtung Invalidensiedlung begeben wir uns dann aber Richtung Stadt auswärts. Und dann wird es relativ schnell ländlich werden. So, jetzt müssen wir bloß mal warten, dass hier vorne der oder die Kollegen dann auch mal fahren. Schaffen wir das mit? Eine Tram kommt uns entgegen, aber das sollte nicht das Problem darstellen. Nein, wir dürfen nicht mehr mitfahren. So, da habe ich mal die Handbremse rein. So, bei den Signalen muss man natürlich auch ein wenig aufpassen, wie die geschalten werden. Jetzt befinden wir uns auf Tramgleise. Aktuell ist die Fahrt für uns gesperrt.
Auch das ist im Handbuch sehr ausführlich beschrieben. Wenn das A oben aufleuchtet, wissen wir, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir losfahren können. Ja. Aber wie gesagt, steht alles im Handbuch. Kann ich nur empfehlen, dieses ausgiebig zu lesen. So, da tut sich was. Und jetzt dürfen wir. Und dann fahren wir auch. So, ich muss ja immer wieder dran denken, den Blinker auszumachen. Das ist man gar nicht mal gewöhnt, wenn man so einen alten Bus fährt. So, die Leute wollen aber alle mit, dann kommt ran hier, dann fahre ich bis vor, jawohl, dass wir schön das Signal sehen, so, und dann einmal freigeben, bitte. Guten Tag. Guten Morgen. Tag. Hallo. Hallo. So, schaffen wir das noch? Nö, das war jetzt genug, mehr gibt's nicht, gut. So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir, glaube ich, gleich runter von die Tramgleise. Noch ist es grün. Mal gucken in den Spiegel und neben uns, das sieht aber gut aus, weil wir müssen nämlich hier jetzt abbiegen. Guten Morgen. Alle drin. So. Haben wir die Freigabe rausgenommen und dann dürfen wir auch. Der wartet nicht, aber wir fahren jetzt raus. Sehr schön.
Oma mit Kleinkindern die Sitzplätze zu überlassen. So, ein Kollege. Ups. Guten Morgen. Hallo. So, wenn der rüber ist, dann dürfen wir. Noch jemand? Nein. ÖBB-Gartenanlage. So, und jetzt wird es schon ländlicher, wie ihr seht. Guten Morgen. So, dürfen wir auf der Busspur bleiben, dann fahren wir doch dann erstmal weiter. Zwerg-LKW, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie 27A. Ja, ich darf ausnahmsweise mal auf der Spur bleiben. Alles klar bei euch da hinten? Ne, halt, man hat gar keinen Blick nach hinten. Nur in den Spiegel können wir gucken. Na gut. Guten Morgen. Guten Tag. So, jetzt behaupte ich aber mal, dass wir uns auf die richtige Spur einordnen müssen. Fällt.
Hat jemand ausgegraben? Nö. Obwohl, warte mal, ich halte mal lieber an. Leider sieht man das nicht wirklich. Freigabe. Gut, da will niemand. Dann fahren wir weiter. Guten Morgen. Schwabenfeldstraße. Guten Morgen. Also Fahrgastwechsel geht relativ zügig voran, finde ich, mit dieser Freigabetechnik hier. Ja. Ziegelhofstraße, umsteigen zur Linie 95B. Guten Morgen. Hallo. So, wir dürfen sogar. Sehr schön. Danke. Wartet er? Natürlich nicht. Fahre ich gerade mit? Nee. Fahre ich nicht. Sieht im Spiegel nur so aus. Ja, der rendert nicht mit. Ich muss da nochmal was einstellen. Ich habe nämlich das Mitrendern an dem Spiegel ausgeschaltet. Kurzstreckengrenze.
Jetzt habe ich leider nichts verstanden, wo ich hingehen soll. So, zur Breitenlee-Schule fahren wir ja nicht, weil das wäre eine Endstelle. Wir fahren weiter geradeaus. Also ich hätte jetzt mal gucken müssen, ob wir dort hin müssen. Nee. Breitenlee-Schule wäre zum Beispiel auch ein Endpunkt der Linien. So, und wie ihr seht, wird es hier ganz schön ländlich. Ackerfenweg, genau. So, dann bitteschön. Zack. Das war's schon. War mal schön. Agavenweg. Auch da waren wir jetzt gerade. Agavenweg. So, hier müsst ihr jetzt schon ganz schön hoch aussteigen, Leute. Eigenweg hat er, glaube ich, angesagt. Das heißt, wir müssen da rein. Das bin ich natürlich jetzt nicht abgeflogen. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt weiter passt. So, dann bitteschön, Leute. Dann gucken wir doch mal, was auf deinem Fahrplan steht. Warte mal, den kann man, glaube ich, raustun. Ah, oh, sehr schön. So, nee. Eigentlich wäre es nächste Neu-Essling gewesen. Okay, da muss ich jetzt mal gucken, dass wir irgendwie wieder rauskommen. Gut. Mein Fehler. Gucken wir mal, ob wir da hinten irgendwie drehen können.
Huflattichweg. Ja, passt irgendwie nicht, aber wir halten einfach mal an und lassen die Leute mit rein. Hi. Hallo. Ich glaube, da habe ich mich verfahren, aber wir fahren jetzt trotzdem hier weiter. Weil Richtung Neu-Esslingen geht's ja. Drängelst dich nicht vorbei, die lässt mich schön hier fahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das passt, gut. Da ist auch frei, also können wir rausfahren. Ich glaube, wir haben da jetzt eine Haltestelle ausgelassen. Nö, passt. Aufpassen, von da ist frei. Von da auch. So, normalerweise wären wir jetzt hier von links gekommen, aber ich denke, das ist so gewollt. Weil jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg und jetzt geht's weiter. So, nicht drängeln, Leute, ihr könnt alle mitfahren. Hallo. Hallöchen. So, und jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Nee. Thujagasse. Aber niemand und gedrückt hat auch niemand. Speyerlinggasse.
Siedlung. Endstation. Bitte alle aussteigen. Hätte ich doch fast die Einfahrt verpasst. Aber nur fast. So, dann halten wir jetzt erst einmal hier an. Hier ist nämlich Endstation, Endstart. Ach, ich fahre gleich bis vor. Wir müssen sowieso dann gleich wieder weiter. So, dann bitte einmal aussteigen und mit ein bisschen Glück kommt ein Fahrplan, der uns da sagt. Ja, wir hätten direkt fahren müssen, sind ein wenig zu spät, aber zum Schluss haben wir 2,49 Euro. Quatsch, 2 Euro, 2 Minuten 49. Was habe ich denn heute wieder für einen Sprachsalat? So, Leute, ihr müsstet hier alle aussteigen. Genau so sieht's aus. So, und dann nehmen wir erstmal die Freigabe raus und dann halt machen wir das gute Stück mal kurz aus und dann gehen wir auch raus. Ich schilder gleich um, aber erst einmal war das die hinter der Linie 24a vom Kakran U bis hierher, bis zur Invalidensiedlung, ein klein wenig falsch gefahren, aber da standen auch Leute, die mit wollten und dann haben wir sie auch mitgenommen und fahrplantechnisch liegen wir ja auch nicht so schlecht. So, ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video, wenn wir die Rücktour fahren werden, wieder mit dabei sein und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.